Schauen wir uns mal Top Dog an. Was ist sein Name? Il Miamin? Habe ich ja noch nie gehört, diesen Namen. Il Yamin. Il Miamin. Voll kompliziert Name. Der ist 1,63 groß, 30,3 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt. Sambo ist sein Kampfsport. Oh, interessant. 1,68 ist er groß und das ist sein erster Kampf. Das ist David, der ist 1,79 groß, 63,9 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt. Kickboxen ist sein Kampfsport-Hintergrund. 1,76 ist seine Reichweite und das ist ebenfalls sein erster Kampf. Also, David gegen Il Miamin. Round time, fight! Also, eigentlich müsste ich ja jetzt natürlich auf der Seite von Il Miamin hier sein, ne, weil er hat den Ansatz einer Glatze. Und Glatze supportet Glatze, deswegen gehe ich jetzt auf seine Seite. Sieht auch aus, als könnte er irgendwie so ein entfernter Cousin von mir sein. Also, ich bin auf jeden Fall auf der Seite von Il Miamin. Ich glaube, ich habe auf das falsche Pferdchen gesetzt. Auf die ersten paar Hände, die sind schon sehr, sehr hart von David hier gekommen. Wenn er ihn dann noch ein paar Mal so trifft, könnte er sogar echt ein Knockout sein. Oh, yeah. Ah, schönes Movement aber von Il Miamin. Schöne Hände. Gute, knackige Rechte von unserem Glatzkopf. Boah, da ist wieder mit der Rechten richtig schön durchgekommen. Holy shit. Vielleicht habe ich doch auf den richtigen gewettet. Stop. Fight. Ich bin noch nicht raus, Jungs. Ich bin noch nicht raus. Ich bin noch im Game. Langer linker Haken hier von David reingegangen. Nochmal richtig harter Abschluss von beiden. Ich weiß nicht, wer die erste Runde geholt hat. Das ist immer so schwierig zu bewerten, wer die erste Runde jetzt bei solchen Aktionen dann gewonnen hat, ne? Wer hat jetzt gewonnen, eurer Meinung nach, die erste Runde? Der Große, David, oder der Kleine, dieser Il Miamin? Ich bin mir nicht sicher. Zwischendurch hatten beide echt gute Aktionen, Mann. Recht ausgeglichene Runde, meiner Meinung nach, jetzt. Kappa. Kappa. Kappa, pokazi. Второй раунд, тайм, файт! Also der muss halt extrem aufpassen. Der Große, das muss ich mal ganz, ganz kurz zeigen, der David, der muss extrem aufpassen. Eigentlich müsste ihn der Ringrichter hier ermahnen, meiner Meinung nach. Weil schaut mal, wie er die Führhand immer ausstreckt. Schaut mal ganz genau hin. Seht ihr das? Seht ihr, was er macht? Also das ist sehr gefährlich. Beim MMA wirst du deswegen gleich verwarnt, zum Beispiel, ne? Beim Boxen passiert das jetzt nicht so oft, weil du kannst durch die dicken Handschuhe nicht deine Fingerspitzen einfach so ausstrecken. Aber schaut euch mal die Finger an, wie er die ausstreckt, Junge. Eine blöde Bewegung und du hast deine Finger ja so tief im Auge des Gegners drin, da kann ja sogar blind werden. Da muss man extrem, extrem aufpassen. Da eigentlich müsste er ja dafür verwarnt werden. Boah, schöne harte Körpertreffer jetzt hier von David.
Das könnte sogar ein bisschen so eine Technik sein, um ihn auf Distanz zu halten. Weil er dann weiß, okay, warte, ich muss aufpassen, dass er mich damit nicht in die Augen trifft. Das ist ein bisschen dreckig eigentlich. Schönes Movement jetzt. Oh, geil rausbewegt. Oh, das war echt schön, wie er da rausgemieden ist. Jetzt hat er wieder versucht. Jetzt hat er gerade ein bisschen zu viel gespielt und hat sich direkt eine rechte eiskalt an das Kinn gefangen. Da ist Vorsicht. Er wackelt gerade auch noch. Der Treffer hat ordentlich wehgetan. Also, als kleinerer Fighter gegen den größeren mit längerer Reichweite, Hände immer unten zu lassen, ohne Deckung zu arbeiten, ist zu riskant. Ey, das ist schon wieder so schwer, diese Runde zu werten, weil am Anfang der Runde war der Größere, der David, besser. Jetzt am Ende der Runde ist der Kleinere aber wieder ein bisschen besser und kommt mit besseren Treffer rein. Guter linker Haken hat ihn ein bisschen zu wackeln gebracht, ja? Möglicherweise angenockt, aber jetzt ist er selber zu Boden gegangen. Sah aus, als wäre er ausgerutscht. Kassiert hier eine miese Hand direkt an das Kinn zum Schluss. Ich weiß wieder nicht, wer diese Runde gewonnen hat. Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Zum Schluss jetzt wieder richtig knapp geworden. Und eine Sekunde verbleibt jetzt noch in dieser Runde. Okay, gut. Diese eine Sekunde war sehr unnötig. Versucht jetzt hier im Infight, im Clinch ein bisschen. Schaut euch die Mädels an, Junge. So sehen Mädels aus, wenn die Typen beim Kämpfen sehen, ne? Glaubt mir, Jungs, sagt, was ihr wollt, ne? Frauen können immer einen aufmachen, so, ich mag keine aggressiven Typen und so hin und her. Aber glaubt mir, am Ende des Tages, wenn eine Frau einen Typen kämpfen sieht, wenn eine Frau dieses Testosteron spürt, wenn die riechen kann, wie das Testosteron aus den Kerlen rausfließt, ja, glaub mir, da werden die meisten Frauen weich. Am Ende des Tages, wirklich, die meisten Mädels werden da richtig weich. Unerträglich, der Typ. Schöne Hand jetzt hier. Oh, der Kleine gibt jetzt mal richtig Gas. Nochmal eine gute rechte Hand durch die Mitte. Oh, schöne linke Hand jetzt hier. Gut abgetaucht unter der Hand runter und dann mit links gekontert. Also ich sag euch ehrlich, würde der Kampf noch ein paar Runden gehen, würde ich als klaren Sieger den Kleineren sehen. Ich habe das Gefühl, er wird von Runde zu Runde besser und findet sich besser ein. Schaut mal, also in dieser Runde ist er gerade ganz, ganz klar der Stärkere von den beiden. Schöne Rechte, jetzt hat er sich aber selber eine Bombe gefangen. Sehr unterhaltsam. Schönes Head-Movement. Oh, köstlich. Liebe ich das. Liebe ich so ein Movement. Geil. Oh, was eine Rechte wieder. Und da, die Schläge gingen auf jeden Fall zu tief. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass er hier mehrere Schläge in den Hüft, in diesen Bereich reinhaut. Das ist nicht so sauber. Десять секунд!
wow, schöne linke Hand direkt an das Kinn. Sehr, sehr, sehr geil gemacht, die linke an das Kinn direkt. Schön ausgekontert. Also ich denke, mit dieser letzten Aktion hat der Kleine den Kampf auf jeden Fall gewonnen. Ja, mein Glatzenkollege hat diesen Fight geholt, definitiv. Also ich sehe eigentlich gar keine Möglichkeit, wie er diesen Fight jetzt verloren hat. In der zweiten Runde war er meiner Meinung nach schon eigentlich der Bessere. Jetzt in der dritten Runde war er ganz, ganz klar der Bessere. In der ersten Runde mag es sein, dass der Größere, der David, den Kampf gewonnen hat, die Runde gewonnen hat, weil er dort noch ein bisschen besser mit der Reichweite arbeiten konnte. Aber ich denke, zweite Runde und dritte Runde ist definitiv auf der Seite von meinem kleineren Glatzenkollegen hier. Es gibt einen Sieger. Ja, safe ist er der Sieger. Safe. Ja. Auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall durch. Das ist gar keine Frage, dass er den Kampf gewonnen hat. War ein geiler Fight. Sehr interessant. Ne? Da sieht man halt, das war halt jetzt auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Nur Größe und Reichweite sind nicht der entscheidende Punkt in einem Kampf. Am Ende des Tages kommt es immer darauf an, wer besser kämpft.